So! Yeah! Ich dachte, ich könnte euch überrumpeln. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuer Grün. Und A. So. Das letzte Mal haben wir wieder Charakter gewechselt zu Asuka, unserem eigentlichen Charakter. Was haben wir denn in der Schmiede so vergessen? Gar nichts. Und was hier spielen wir so ein bisschen Abfall. Robin kriegt davon immer Kotzgefühle. Was läuft im Fernsehen? Gar nichts. Oh, komm, Fernsehen. Oh, hast du verlaufen? Was ist im Briefkasten? Oh, was ist im Briefkasten? Oh, das ist das Haus von Asuka. Steht auf dem Briefkasten. Wir können jetzt surfen da nach links. Fällt ja, ach, ja, stimmt, wir haben Surfer, stimmt. Haben wir unsere Pokémon wieder mitgenommen? Ja, ja, die habe ich schon eingepackt. Guck mal, wie weit wir da surfen können. Ich glaube, wir kommen da nicht durch. Doch, kommen wir natürlich. Geil, das ist jetzt noch was. Komm, Caprador. Wow, Tentoxam. Tentakel. Oh ja. Mein Ding. Nein. Killes. Thaddeus Tentafel. Genau. Killes. Thaddeus Tortellini? Oh, es hat mal. Sei es Tennisball, ich meine Tentafel. Thaddeus. Wieder aufbauen, ja. Ich schalte mal wieder am Anfang ein. Nicht gelernt hast du Spam-Tier, das bringt nichts. Also dann im Tentakelparadies sind und diese anderen Thaddeus sind so komisch mit den, mit den Köpfen so komisch gelacht haben. Stirn so auf und ab. Oh Mann. Muss uns auch den Text lesen lassen, ne? Nicht direkt überspringen. Ja, das ist relevant. Hallo Schneebikoin! Was auch immer. So, nochmal schaut. Nochmal eine neue Donnerattacke. Oh, das ist übel. Also wird da. Nein, okay. Brauchen wir nicht. Donnerablegen. Von wegen, das geht wohl wieder am Anfang so. Das stimmt gar nicht. Säure, Golem, der zerstört. Das heißt, ich kann doch Arsch. Ja, nein. Wieso, ne? Ich verletze das ist Nein, kannst du nicht. Uzi hat er gespielt? Ja, ein neues Pokémon. Ja, ich war halt bei Schleppi. Was? Azuei. Azueimere. Azu. Achso, Überraschungseimere. Aha, Azuei. Oh ja. Okay, das ist geiles Design. Natürlich. Ey, das dann wieder so bei mir hat das eben einen kleinen Augenblick gedauert, wenn ich den gecheckert habe. Ja. Aber ich habe mir einfach die Farbe angeguckt und dann irgendwie gedacht. Ich möchte nicht das Pokémon. Ah, das kennen wir ja. Chilla, komm. Panzerschott Treffer. Und wieder aufbauen und so. Panzerschott, der ist ja heftig. Ja, Donnerschott. Der ist richtig hart drauf. Das erinnert mich irgendwie an eine Festung. Thaddeus ist jetzt uneinnehmbar. Ja, wie er sich gefreut hat. Alle schon drin. Er freut sich rein. Der von uns. Genau, da gibt es ganz viele Bilder im Internet. Ach, ja, stimmt. Und er bricht die Mauer ein. Genau. Er denkt so, Festung Thaddeus ist uneinnehmbar. Von wegen. Meryl! Das ist ein echt gutes Bild. Oh, armes Meryl. Und das war ein One-Hit. Bock, es verschwindet schon bevor die Leiste weg ist. Man weiß schon schnell Bescheid. Ja. Und Meryl schon über Scheiße. Ja, reißt auch nichts, ne? Meryl ist jetzt vom Thema. Ja, so also hässlich wie es immer war und mit dieser komischen Krätzen Stimme. Meryl, oh Gott. Du solltest Pokémon-Synchronisator werden, Dena. Meryl! Oh, nee, nochmal die Chance, das den Tentoxa anzufangen, ne? Aber die nicht. Nein. Der braucht schon einen Tentoxa. Tentoxa ist verboten in Amerika. Ja. Nee, oh, die warte, der Text, ja. Grrr, ich habe ihn verloren. Ich werde meine Frust jetzt an dir auslassen, ne? Du verlierst dich nochmal, du Penner. So, ein Pokémon da beten? Garados. Naja, nein. Yeah, Mann, Garados. Oh, Level 30, nicht mehr so hier. Aber Garados. Volltreffer. Oh. Shudo. Ernsthaft? Okay, das ist krank. Passt aber irgendwie auch. Ja, das ist also ein kleiner Fire, mein Laser. Oh, nee, schau wieder. Hm? Ja, aber auch nie den Mund zu kriegen. Das arme Garados, ey. What the fuck ist das denn? Das ist in Rubin und so gibt's das. Strömung, Alter. Das ist halt wie so eine Kobra. Ehrlich? Strömung. Du kannst da oben in die Höhle rein. Jetzt musst du in die Höhle rein, anderen Weg gibt's gar nicht. Na, was passiert? Ach du Scheiße, was jetzt? Wasserrutsche. Ernsthaft? Ach, oh, jetzt den richtigen Weg nehmen. Oh, okay, wir landen doch. Will Leber. Ja. Oh, Strudeluntergrund. Na, uh-oh. Wer hatte letztes Mal die Ritze gemacht? Ich glaube Magic, ne? Ja, war es doch. Sonderbaum, gar nicht so schlecht für den Anfang. Ach, jetzt einfach so zack und zack. Ja, läuft total. Nach unten? Ist auch der einzige. Nach links, nach oben, nach links, nach unten, nach rechts, nach unten, nach links, nach oben. Der Klöppel. Den Rest findest du hoffentlich alleine. Nein, wir nicht! Oh mein Gott! Das muss einfach sein! Ja. Das muss einfach sein, mal so. Ey, ganz ehrlich, wir sind wieder in einer Höhle. Ui. Wir sind in einer Höhle. Ja, aber ja, leider Eis.
so eine heftige, ne? Was haben wir weiter unten? Das erinnere mich irgendwie an. Okay, da kommen wir noch durch. Oh nein. Okay, Meryl mal wieder. Komm, wir sind Level 31. Und dann guck dich noch in den Kanal, sagt Pikachu hier. Na, ich bin den ersten. Das war dann Donnerblitz. So viel dazu. Kommen wir doch runter dann auf den Emulator. Donnerblitz ist uns auch vergessen lassen. Für Donnerblitz. Hat eine neue Attacke gelernt, aber die ist jetzt, naja. Das eigene, das alte. Der ist direkt wieder raus. Toll gemacht, Pierre. Pierre, Mensch. Willst du noch ein anderes trainieren? Da kommst du nicht. Da brauchen wir Stärke. Nicht Schwäche. Schwäche, der Stein kippt voll ab. Boah, wollen wir dieser Art trainieren? Ja. Der war gut. Oder Taubsi. Oder Glumanda. Ja, komm, Schillock zu Turtok weiterentwickeln. Das dauert auch. Hoffentlich können wir Missing nur nachher fangen. Ja. Bei Items war vielfältig. Ja. Aber wenn wir Missing nur fangen, dann ist das Spiel gebuggt. Verdammt, ey. Ja, nicht das Spiel, weil das ist schon so gebuggt genug. Ist vielleicht nicht ganz so klug, wie Wasser-Pokémon in der Wassergegend vorne zu lassen, ne? Wieso? Ja, weil die Pikachu keine AP mehr. Ja, wenn noch mehr Fleckmon kommen, dann kann er sie einfach totbeißen. Dann versuchen wir dann doch mal. Oh. Da steht, drücke auf. Nein, die Höhle kommst du nicht rein, also oh, kommst du doch. Natürlich kommt er. Nee, ich dachte, das fließt nach unten, sah so aus. Das eins fließt nach unten, eins fließt nach oben. Deswegen. Steffen, hast du schon wieder Drogen genommen? Nee. Okay. Heute noch nicht. Dann ist alles gut. Das war falsch. Das war alles richtig. Kannst du es einfach mal runter, links, runter, rechts. Ich kann das auch sehen. Oh, Stärke. Und jetzt musst du gegenlaufen. Ja. Eigentlich müsste sie voll auf den Stein aufgeschlagen werden. Ne? Noch ein Sanabermann haben wir. Ja, ja, aber nur Ende. Ja. Da hätte man auch dann wieder raus. Aber ein Weg ist noch frei, also sollten wir den gleich noch versuchen zu gehen, den letzten. Ja, das erinnert dich irgendwie an Knirscher. Oh. Knirscher hat sich auf Gold und so mal geil an. Daneben dich. Was so crunchig. Knirscht wurde. Ah, Hundemann Knirscher, Flammenwurf, unbesiegbar war. Das war einfach geil. Abgefasst. Oh. Ich weiß, welchen Weg ich meine, der noch fehlt, ne? Nee, nach unten quasi wieder und dann da, wo das Loch war. Da aber nicht von da kommt er aber von da nicht rein, weil er wird ja direkt ins Loch geschleppt. Das wäre schon richtig, ne? Also jetzt noch oben rechts, oder? Ja, aber du landest wirklich im Loch. Ah, okay. Dann musst du doch von der anderen Seite, dann geht das. Alles klar. Das gibt's mir eigentlich, Stefan. Das ist dann schon das Papier verloren. Ja. Aber was steht auf dem Schild? Ja, was steht auf dem Schild, Pia? Komm, das Schild müssen wir lesen. Rechts. Rechts, bitte. Arschloch. Reitens Loch. Hey. Das Runde muss ins Eckige. Ja. Das Eckige muss ins Runde. Das dann wird ja ein Quadratschädel. Das war nach dem Loch. Irgendwie nicht. Sehr gut, Pierre. Ich bin fast sogar ein bisschen stolz auf dich. Um dich zu motivieren. Um dich zu motivieren. Ich glaube, er vielleicht nicht zu motivieren. Er hat Schneeball, Alter. Ja, so. Echt auf Wunder. Das ist auch kein Schneeball aus. Ja. Den würde ich nicht nehmen. Oh, den Hypertrank kann man geil. Und jetzt kommt er wahrscheinlich unten aus der Höhle raus. Hast du Meryl, das glaubst du selber nicht? Du bist und so? 17. Check zu. Yeah. Sieht oft aus wie ein Schneeball. Das ist ja auch eine Eishöhle, Bene, da gefriert alles. Das ist voll Genius. Deswegen Schneeball. Okay, macht Sinn. Jawohl.
Aquabälle. Boah, das ist halt eine Aquabälle. Kann auch noch verwirren, ne? Ja, kann auch verwirren. Das habe ich noch drauf. Aquaknarre natürlich. Aquaknarre. Surfer kannst du ja eh nicht verlernen. Surfer. Da kommt das Schild, musst du aber gleich lesen. Die Perle war das allererstes. Ja. Ah, nicht schlecht. Haut rein, ne? Pierre, du bist verwirrt. Nein, ich wollte das schön mal von der Seite lesen. Hey, Nubio. Ich finde das echt, gell? Och, Pierre, komm, wir müssen noch die Texte lesen. Kannst du nur einfach überspringen. Was ist das denn? Das ist nur ein Schneemann. Der kann das ist ein Schneepika ohne Pikachu. Ja, also das ist aber ein Schneepika. Festung Pikachu ist jetzt uneinnehmbar. Das ist echt so. Man kann nichts machen. Also für mich sieht das ganz klar aus, Herr Schneepika. Piesel drauf, dann löst es sich auf. Ja. Das war ja mal... Irgendwie schon. Wasser und dann... Nö, nicht. Wow. Pikachu. So, das ist das Akro-Viech. In Groudon-Style. Das haut euch... Ja, erstmal checken. Alles klar. Kein Kleinstein und so. Und da ist er wieder. Aber das ist kein... Yeah. So, nee, hatten wir doch eigentlich gefangen, macht ihn alle. Kabut. Nicht schlecht. Was kommt jetzt? Bestimmt noch ein Pikachu. Sandra. Oh, ah, das Sandra. Das SM Sandra. Oh, Schmerzen. Ich bin SM Under. SM Zero. Voll geil. Die Folge hatten wir noch gerade letzten. Ja, hatten wir. Ja. Jetzt, wo es krepiert, von uns krepiert wurde, muss Mr. Zero die Spielchen machen mit seinem neuen Meister. Mr. Zero! Was ist du aus dir geboren? Ich hasse Kratzbubi, die nervt dann. Oh, ja. Geht. Besser als Wickel in der ersten Gen. Wir stacheln nicht eins. Wow, und Sandra. Sandra hat mit seinem kleinen Stachel. Und so. Ja. Oh, hier geht's voll ab, ey. Ein Glück. Das ist einfach. Das braucht er. So, aufhören und dann würde ich sagen, ich speichere es auch gleich mal ab. Und dann, ja, Belieber kannst du nicht und so oft auf den anwenden. Ja, dann kannst du Toto machen. Guck mal, wie soll aber Mumps haben wir 5. What the fuck, ey, wenn Sherlock auf 3 zieht. Hau alle in Sherlock rein. Auf 3 zieht, mach ich das, Junge. Also wenn er auf 30 ist. Weil er schon 35 ist und im Block. War das 35 oder 36? 36. 36 natürlich. So, wo wollen wir denn jetzt hier super tragen? Schneepika, komm, den kann ich nicht machen. Voll Spendabel. Alles klar, da speichern mal am besten ab. Speichern. Und ja, 5 Stunden schon fast. Und dann bedanke ich mich an dieser Stelle fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.